Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeigen wir euch, wie man am schnellsten unendlich Kronen in Stumblegeist farmen kann. Wir haben am Anfang einen Trick ausprobiert, der läuft so, wir gehen halt in eine Gruppe, da müssen wir mindestens 2 Personen drin sein und dann kommt man fast nur mit Bots in eine Lobby. Am Anfang gab es da ein paar Probleme, aber ihr werdet das im Video sehen, am Ende haben wir einen Trick gefunden, wie es richtig gut funktioniert. So, wir sind drin. So, okay Leute, sobald ihr da im Server seid, gehen wir erstmal spielen und Leute... Sobald wir dann im Server drin sind, es joinen gerade Leute. Und nein, Anton, mach doch irgendwas über den Code-Button. Ich hab den Code nicht gezeigt. Es gibt zu viele Code-Buttons. Nein, es gibt nur oben rechts den einen. Wir haben 21 Zuschauer. Der ist funktioniert so nicht. Wir müssen abbrechen, neue Lobby machen, Anton. Okay, woher abbrechen. Wisst alle den Code? Verlassen. Es kann auch sein, dass Bots geladen werden und ich nicht gedacht habe, dass die Leute von Anton nachgejoint sind. Sondern dass tatsächlich nur Bots gejoint sind durch Lost. So, ich habe jetzt mal wieder mein Bild eingeblendet, weil ich hatte die ganze Zeit kein Bild, Victor. Also es kann nicht an mir liegen. Dann ist es, glaube ich, Bots, die geladen werden. Ich glaube, die Bots werden nur 1000 Jahre zum kommen jetzt in eine Lobby, die hoffentlich voller Bots ist. Und das ist Bots, der kennt man am Namen. Müsste so sein. Ja, eben, die heißt nämlich Stumble Guy, irgendwas. Genau, wie bei Discord. Könnt ihr hier und sehen? Es sind keine Bots. Hä? Warte. Also entweder das sind wirklich random Spieler jetzt oder es sind Felix hat verkackt. Zuschauer. Es sind nicht meine Zuschauer. Also in den Chat, Leute, falls ihr das seid. Ja, eins bei Felix in den Chat, falls ihr das seid. Hier in Lobby kommen, in eine Bot-Lobby. Das ist das Ding. Ihr habt den Code nicht gesehen. Ihr könnt den Code nicht gesehen haben. Bei mir könnt ihr den auch nicht gesehen haben. Weil ich mache das immer gut. Ich verstecke alles sehr gut. Ja, also der Code, den kann man an 2 Stellen sehen, Felix. Oh nein! Und man hat ihn an keiner gesehen. Bei mir hat man den auch an keiner gesehen, weil darüber meine Facecam ist. Bei mir auch. Also Crazy Gamer schreibt 1 in den Chat. Ja, also Felix, du hast verkackt. Was wollt ihr von mir? Ihr könnt den Code nicht gesehen haben. Also bei mir hat niemand eine 1 in den Chat geschrieben. Das ist so ein Felix-Moment. Ich sag dir, alles scheitert an Felix. Ich hab nichts gemacht. Ja, diese Stumble-Guy-Typen wahrscheinlich. Das sind wahrscheinlich wirklich Bots. Natürlich sind das Bots. Aber wieso spielen wir gerade gegen echte Spieler? Ich dachte, man kann hier gegen Bots spielen. Ich hab das Ding gar nicht berührt, aber okay. Spieler nicht so gut. Nice Boost, Anton. Ja, danke. Oh, pass auf, hinter uns kommen die Meteoriten von meinem Video gelernt. Ah, ich wurde getroffen, Anton! Ja, eben, der hat viel zu viel Hitbox! Nein! Nein, ich wurde nochmal getroffen, Anton! Hä, warum spawn ich so? Ich verliere. Aber wir müssen jetzt sowieso verlieren. Ich auch! Warum müssen wir verlieren? Also, ich will verlieren. Ich bin immer noch der Meinung, Felix hat versagt. Okay. Nee, die Leute meinen, dass Felix Fullcam gemacht hat, deswegen, ich glaube, Felix hat nicht versagt. Ich denke nicht, dass ich versagt habe. Ich bestehe immer noch darauf. Anton kann auch nicht versagt haben. Ich kann auch nicht versagt haben. Nee, auch nicht. Nein! Das war für eine Millisekunde zu sehen und ich habe nicht so viele Zuschauer, die auch schon gar nicht darauf abgezählt haben. Aber es war einer. Nein. 2? 0. Meine Zuschauer können sich benehmen im Gegensatz zu deinen. Ja, genau, Felix. Nee, ich glaube tatsächlich einfach, dass man halt in Public Lobbys zusammenjoint. Also hat Victor uns mal wieder Müll erzählt. Ja, ich hab das mal gemacht und ich hab da nur gegen Stumblegeise gespielt. Vielleicht. Hör, ich bin durch den Boden geglitscht. Ich bin durch den Boden geglitscht! Mann! Ist das dein unendlich Kronenglitch, Victor? Durch den Boden glitschen? Ja, das ist ja unendlich Kronenglitch. Du spielst einfach Vollgeist anscheinend. Eigentlich sollten hier Bots irgendwie spawnen, aber irgendwie. Der Typ ist auch gerade irgendwie durch den Boden geglitscht bei mir gerade. Sehr wild. Aber du sollst irgendwie, keine Ahnung, gamen irgendwie. Und dann sollst du gegen Bots spielen. Soll ich euch gleich mal den richtigen unendlich Kronenglitch zeigen? Ja! Okay, nach dieser Runde zeige ich euch den wahren unendlich Kronenglitch. Genau. Genau. Du musst nur noch abwarten, bis Felix stirbt. Den unendlich Bohnenglitch. Unendlich Bohnenglitch. Okay. Ich dachte auch, ich glaube, das macht jetzt Anton. Ja, ja, ich zeige euch das jetzt. Okay, seid ihr alle wieder im Hauptmenü? Warte kurz, warte, ich sag, es lebt. Es lebt, ja. Okay, bevor wir wissen können, wie man unendlich Kronen bekommt, ist es wichtig zu wissen, jetzt wofür kriegt man überhaupt Kronen, Victor? Du kriegst Kronen, ich weiß nicht, was bringen Kronen? Ich weiß es nicht. Wenn man ich Erster wird. Nicht. Leaderboard. Leaderboard. Leaderboard, Bestenliste. Kronen. Ja, Bestenliste. Oh mein Gott, hat jemand 20.000 Kronen. Das können wir einholen. Wir können Platz 1 werden. Wir können besser werden als Pax Ace. Okay, also der einzige Trick, den ihr machen müsst, ihr müsst im Hauptmenü unten rechts auf Spielen drücken. Und dann kommt ihr in eine Lobby mit random Spielern. Jetzt pass mal auf. Als erstes kommt so ein Modus ausgewählt. Irgendeiner. Das ist immer zufällig, welcher Modus. Aber meistens ist es ein leichter Modus. Wir müssen jetzt nur warten. Also bei mir lädt es immer noch. Ah, bei jetzt haben wir immer noch. Stumble. Endlich. Paint Splash. Endlich. In meinem letzten Video habe ich so lange gewartet. Auf jeden Fall seid ihr jetzt zusammen in einer Lobby mit Hacker RG4. Und Hacker RG4 versaut euch dann alles. Nee. Ja. Ich hasse Hacker RG4. Nee, weil er hackt.
was ich eigentlich sagen wollte ist, diese random Spieler, die sind alle so schlecht, ihr könnt eigentlich die ganze Zeit failen und kommt trotzdem weiter. Und am Ende habt ihr die Kronen. Genau. Das ist gerade mein Leben. Guck mal, wie... Ihr dürft nicht gegen eure Zuschauer spielen, das ist eigentlich der OP-Trick. Ja, eigentlich dürft ihr nicht gegen eure Zuschauer spielen. Guck mal, ihr könnt euch hier vom Pinsel wegfetzen lassen. Das Problem, das ich gerade habe, ist... Das funktioniert wirklich. Ich versuche die ganze Zeit hier so Tricks mit, also aus diesem letzten Video auszuprobieren. Weil ich es beim letzten Video nicht machen konnte, deswegen werde ich wahrscheinlich diesmal nichts gewinnen. Ey, die Map habe ich tatsächlich ausprobieren können. Also die Map hier konnte ich bisher nicht ausprobieren. Hey, ich habe gar nicht Leertaste gedrückt, was war das denn? Was ist denn mit Adel los? Ja, was ist denn mit Adel los? Adel stirbt die ganze Zeit. Also, ich bin jetzt schon in der zweiten Runde, Ey, der Trick funktioniert auch nicht. Aber in dem Video hieß es, dass man von der zweiten Reihe aus rüberspringen kann. Das kann man gar nicht. Das war also eine Lüge. Anton, du hattest recht. Felix hat uns die ganze Zeit im Weg gestanden bei unserem Gaming. Ja. Deswegen hat es nicht funktioniert. Leute, schreiben gerade in meinen Chat, es funktioniert nur das, was ich machen wollte. Mit maximal zwei Spielern. Und eigentlich auch nur mit zwei Spielern anscheinend. Mit einer Person geht es anscheinend nicht. Anscheinend musst du zwei Spieler haben in einer Gruppe. Du darfst nicht eine Person haben, also alleine das machen. Darfst nicht zu dritt oder so machen. Weil dann wirst du in richtige Lobbys anscheinend geworfen, sobald du drei Leute machst. Crafter schreibt ja und Crafter hat, sagt immer die Wahrheit. Und Crafter schreibt nein bei mir. Bei mir schreibt er ja. Bei dir, das macht er immer. Okay, bei dieser Map gibt es auch einen ziemlich einfachen Trick. Ihr müsst gewinnen und dann kriegt ihr am Ende auch die Krone. Einfach gewinnen? Einfach eine Bohne einfach sein? Gewinnen? Ja, guck mal, einfach hier so gegenlaufen. Hier einfach so gegenlaufen. Hier einfach so wie ein Trottel gegenlaufen. Hier könnt ihr auch rüberspringen. Das ist in Ordnung. Ist ein Trottel. Und als Erste qualifiziert. Ich als Zweiter nur. Anton. Ja, Mann. Schlauer Crafter. Und hier möchte ich Felix mal zeigen, dass man hier einfach straight up durchlaufen kann und der Trick mit über die Bande laufen einen mehr Zeit kostet. So, jetzt kann ich den Trick mal wirklich ausprobieren. Ich gehe in eine Gruppe. Funktioniert das auch, wenn die Gruppe komplett leer ist oder nur zu zweit? Ja, wenn du alleine bist, soll es anscheinend benutzen. Okay, dann gehen wir hier auf Erstellen. Gruppe wird erstellt und ich bin direkt drin in einer Gruppe mit Hamza raus. Raus, verlassen. Nicht Hamza. Raus, raus. Ich gehe wieder auf Erstellen. Jetzt bin ich alleine, dann gehe ich sofort aufs Spiel. Nee. Alleine geht nicht. Zum Starten sind mindestens zwei Spieler notwendig. Ganz aber jetzt sagen, man braucht dann wirklich zwei Leute. Genau. Mindestens zwei Leute und maximal drei Leute, dann wird man in Random Lobbys anstrengend geworden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Oh mein Gott, Alter, der Taktik hat so gut funktioniert. Ich habe gewonnen, ich Krone bekommen. Ich meine, meine drei Kronen habe ich auch von den Runden, die ich einfach nur auf Spielen gedrückt habe. Okay, aber Anton, wir machen das jetzt, okay? Ja, wir machen das jetzt. Also, wir gehen auf Gruppe. Einer erstellt die Gruppe, der andere tritt der Gruppe bei. Ihr müsst zu zweit sein. Dann gehe ich aufs Spiel. Genau. Und jetzt dann werden erstmal Spieler geladen. Aber diesmal sind es Bots. Diesmal sind es Bots. Versprochen. Wir sollten Bots sein, hoffentlich. Please. Ich hoffe. Also Leute meinten halt, zwei Leute, man musste zwei sein. Aber dafür, dass es Bots sind, man muss hier alleine kommen sein. Die alleine funktioniert nicht. In komischen Intervallen dazu. Ja, das ist schon ein bisschen komisch. Es kann auch sein, dass wir gerade eine Random Lobby, ehrlich gesagt, joinen. Also kann auch sein, dass man das einfach nur, eine Random Lobby immer joint, wenn man nicht voll ist. Ja, ich meine, es kann sein, dass wir jetzt halt den Namen sehen. Ja, hier sind Namen. Es gibt aber sehr viele Bots. Sehr viele Bots sind in dieser Lobby. Okay. Sehr wenige im Vergleich dazu. Ich bin gestorben. Ich bin tot, Anton. Ich bin so gut. Nochmal, ich bin dreimal geschlagen. Aber egal, Anton, das ist nicht schlimm. Weil ich spiele gegen 20 weil Bots neben oder diesen so. Ganzen Bots sind nur wenige richtige Spieler und ihr müsst einfach nur besser sein als diese wenigen richtigen Spieler. Weil die Bots sind keine Bedrohung. Ja, die Bots sind echt keine Bedrohung. Guck, diese Anton, das ist gerade einfach erster. Easy gemacht. Nein, das war. Ja, ich habe ja auch gemacht. Ich wäre erster gewesen. Anton, bleib mal stehen. Nein! Ich bleib nicht stehen. Ich werde Erster. Kassiert. Ich werde Erster. Ich gönne mir die Krone. Kassiert. Dum. Also, ich werde Zweiter, ich gönne mir die Krone. Ich habe geschlagen. So gönnt man sich die Kronen, Leute. Also, sozusagen, man muss also zwei Personen sein und dann habt ihr mindestens 20. Ich würde sogar schätzen, 24 Bots. Ich glaube, ich habe nur vier Spieler überhaupt gesehen. Also, ich kann mir aber noch vorstellen, dass halt das Doppelte zwei. Ist. Also, wenn die. Ich finde es so sechs. Traurig, wie viele Spieler. Da hinten sind noch ein paar Spieler. Schlechter sind als Bots. Hier kommen Bots ins Ziel, bevor Spieler ins Spiel kommen. Ja, das ja. Ist, die ersten Spieler. Ja, aber du kannst auch sehen, wie viele Spieler einfach ausgeschieden sind gerade. Obwohl hier so 20 Bots drin sind. Ja. Jungle Roll immer mag noch mit ich Bots, nicht. Das ist ich mag Jungle Roll. Und du siehst hier, Anton, schau mal, wie viele Bots hier sind. Hier sind noch 1, 2, 3 normale Spieler, oder? Ja, wir sind insgesamt zu 5 dann. Ah nein, ich bin daneben gesprungen. Ich bin Hacker. Übrigens, Leute, kurzer Tipp an euch. Wenn ich hier nicht runter slidet, immer Spam, dann kommt ihr schneller nach vorne, wenn ihr den hier macht. Und dann auf der anderen Seite, auf dem anderen Ding, macht ihr das auf der anderen Seite einfach nur. Also auf der rechten Seite. Okay, das probieren wir dann aus. Statt der rechten Seite. Ja, und einfach hier die ganze Zeit Spam. D drücken dabei Spam. W, D und drücken dabei Spam halt. Okay. Oh nein! Das war ein bisschen übertrieben von mir. Fast verkackt. Ey, Anton! Nein. Das hast du davon. Das hast du davon. Jetzt bist du hinter mir. Ich werde dich überholen.
Nein, du bist mehr. Du hast es nicht geschafft. Ich bin Erster. Ich bin das zweite Mal Erster und du bist das zweite Mal Zweiter. Xiu Xiu hat keine Lust mehr, Victor. Er hat echt keine Lust mehr. Der von Turning Red. Xiu Xiu sagt so, nein, ich trau mich nicht. Das bewegt sich zu schnell. Und dann haben wir hier die ganzen Stumble-Guy-Bots und Penelope natürlich. Die springen alle in den Tod. Stell dir vor, du bist Penelope und läufst einfach genau da lang, wo die Bots gegen die Wand laufen. Auch wenn jetzt das Penelope so es nicht reinschafft. Oha, schau mal, wer alles ins Ziel gegangen ist. Oh mein Gott, wir haben es Penelope noch geschafft? Wir haben jetzt Herzog geschafft. Aber noch Penelope Bots ist die einzige Nicht-Bot, die es reingeschafft hat. Und die war die letzte. Ja. Hier ein kleiner Einwurf von mir. Penelope ist auch ein Bot. Wir haben später herausgefunden, dass es auch Bots mit normalen Namen gibt. Man erkennt sie daran, dass sie genau da langlaufen, wo alle anderen Bots auch langlaufen. Also spielen wir tatsächlich nur mit Bots. Ja, jetzt schlage ich dich tot, Anton. Nee, bitte dich schlage ich tot, Anton. Nein, bitte nicht. Du wirst sterben. Bitte nicht, du wirst jämmerlich verrecken. Bitte nicht, Victor. Anton, du wirst jämmerlich verrecken. Bitte geh weg. Du wirst nichts dagegen machen können. Bitte, Victor, geh weg. Ich werde dich totprügeln und dann runterschubsen. Das darfst du nicht, das ist illegal. Ich mach's trotzdem. Du machst mit den Stumbleguys. Mach's mit Penelope, hau ich Penelope. Ich werde dein Style blockieren, Anton. Mach's mit Penelope, Victor, bitte. Nee. Hey, Bot ist schon tot. Ja, aber Penelope, bitte. Nee, Anton, du wirst sterben. Victor, das, ist, Victor, du das ist das blödeste Spiel, das es gibt. Du wirst sterben, Anton. Ja, ich weiß, es gewinnt immer der, der schlagen kann. Oh Gott, ich bin gerade fast runtergerutscht. Ich werde dich schlagen, Anton. Nein, das darfst du nicht. Ja. Victor, lass das. Das Tanz, Anton. Penelope ist auch gestorben. Aha, Victor, warum tust du mir das an? Digga, das sind jetzt zwei Bots. Ich jetzt, ja, wenn du gegen die Bots Finale verlierst, Victor, wenn du gegen diese Bots verlierst, ich hasse dich. Oh mein Gott. Wie bin ich gerade gestorben? Du hast gegen die Bots verloren. Okay, Leute, vergesst es. Mit dieser Taktik kriegt ihr niemals Trophäen, weil ihr immer einen zweiten Mate dabei habt, der euch einfach runterkickt und dann selber stirbt. Guck mal, diese zwei Bots spielen das jetzt zu Ende. Ich guck mir das an. Guck dir das an. Ich will zuschauen. Diese Bots spielen besser als du, Victor. Die spielen besser als du. Ey, ich hab Lags, okay? Ja, bei mir war die Plattform auch nicht gegenseitig runter. Oh Gott, der eine, der... Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, bitte Bots, bitte Bots. Oh, der macht ja voll gefährlich. Oh, das ist so knapp. Nein, ja, das ist voll gefährlich. Oh nein. Der arme Anton. Oh. Stumble Guides 2615 hat das Spiel gewonnen. GG. Ich bin stolz auf ihn. Ich bin so stolz auf Stumble Guides 2615. Und damit habe ich keine Krone bekommen. Aber 20 Trophäen, Anton. Wow. Ja. Das war echt. Hä, schlecht. Wo bin ich jetzt? Wo? Hä? Was denn? Ja, warum bin ich nicht mehr Host? Warum bist du jetzt Player S8 irgendwas Host? Ja, keine Ahnung. Ist mir doch egal. Wir versuchen es jetzt noch einmal, Victor. Aber bitte nicht mehr hauen, okay? Okay, dich hau ich nicht mehr, Anton. Danke, Victor. Ich join jetzt wieder ganz heimlich. Du startest wieder ganz heimlich. Und dann treten wieder ganz viele Bots bei. Hoffentlich. Ja, die brauchen halt irgendwie nur 1000 Jahre zum Joinen. Ich weiß nicht, warum. Deswegen ist ja dabei, sind noch paar richtige Gamer dabei. Das ist das Ding. Also, man muss wirklich zu zweit sein. Sobald man zu dritt ist, kommen nur Bots rein. Ich meine, nur echte Spieler rein. Also, sobald man zu zweit ist, kommen vielleicht so 10 echte Spieler rein und 20 Bots. Und das kann man vertragen. Ja, vor allem, weil die echten Spieler irgendwie in der ersten Runde und zweiten Runde alle ausscheiden. Ja, schau dir die ganzen Bots an. Aber diesmal sind nicht so viele Bots wie davor. Ja, aber es sind auf jeden Fall mehr Bots, als würde man ganz normal ins Spiel reingehen. Dein Boss hat gerade ein Herz geschickt an Player. Okay, der eine, okay. Ich weiß nicht, was mit deinem Boss los ist. Box den mal, Victor. Nein, schade. Wieso wolltest du das nicht sagen? Er hält mich fest, Anton. Ja. Und ist gestorben deswegen. Oh, muss ich auf jeden Fall, der. Nein, du hast mich getötet. Nee, ich bin nicht dein Boss, ich bin King Boss, Anton. Nein, du hast mich getötet, weil du hast die Rampe hochgemacht, sodass ich nicht mehr rauf kann. Alter, der Nächste tötet mich auch. Warum gehe ich rechts? Oh nein, ich habe keine Chance mehr. Mann, du bist so dumm, Player ZU, Digga. Oh mein Gott, ich wäre schon im Ziel, Digga, aber Player ZU ist so derb, ich töte ihn jetzt, Digga. Victor, nee, ich muss ganz links laufen. Es ist nicht zu fassen. Ich werde von allen überholt, weil du einmal auf die Rampe gelaufen bist. So, und jetzt komme ich noch rein. Alter. Ich versuche dich gerade zu finden, um dich zu spectaten, aber ich habe so viele Bots gesehen. Victor, das ist nicht zu fassen. Ich habe 20 Mal oder so einfach durchgeskippt. Ich habe nur Bots gesehen, gefühlt. Aber das ist auch wirklich die Map, die ich am wenigsten mag, weil diese Rampen, die sind so anstrengend. Jetzt haben wir jetzt auf dem PC runtergeladen. Steam. Okay, jetzt kommt aber die wirklich wichtige Runde. Und zwar in diesem Spielmodus. Okay. Pivot Push. Fabi, wie viele Bots sind noch drin? Nicht viele, drei. Hälfte, okay. Wir haben es jetzt mit härteren Gegnern zu tun. Aber so hart können sie gar nicht sein, weil ich habe so gefailt und bin trotzdem... Ey, was sollte das? Praktisch letzter geworden. Ich wollte deinen Boss töten. Natürlich. Hier gibt es auch einen netten Umweg. Du kannst einfach außen rumlaufen, aber das bringt dir nichts. Ich weiß, weil man ist dadurch langsamer. Ja.
Aber jemand ist gestorben, Anton. Ja. Hier kannst du runtersliden, wenn du... Oh nein, Anton, nein! Ich wollte da rüberspringen, aber irgendwer hat meinen Style blockiert. Mein Sprung ist nicht so ein Sprung geworden. Ich hab irgendwie deinen Style blockiert mit meinem Hex. Aber anstatt zu springen, ist mein Charakter einfach auf... Ey! Auf dem Boden geblieben. Ich hab Ziel geschlagen. Dankeschön. Gar kein Thema. Ich glaube, du hast meinen Style blockiert. Ich bin hochgesprungen und war dann wieder unten. Ich weiß echt nicht wie, aber ich war unter dir und hinter dir. Ich weiß echt nicht, wie ich den Style blockiert habe. Du warst nämlich vor mir. Das war wahrscheinlich der Grund. So, und jetzt haben wir gar keine... Doch, einen Bot haben wir noch. Einen Bot haben wir noch. Deswegen, wir hatten gerade eben Pech, aber normalerweise tatsächlich hat man so Hälfte normale Menschen, Hälfte Bots, würde ich sagen. Ja, und Matches. Wir haben schon wieder Pech, dass wieder Lavaland kommt. Weil Lavaland ist der schlimmste Modus. Da gewinnt immer der, der das Boxen hat. Es sei denn, er ist so ein Trottel wie Victor. Es sei denn, natürlich, er ist so ein Trottel wie Victor. Dein Boss ist tot, Anton. Sehr gut. Nee. Ich bin Gamer. Wie Victor. Nee, schaffe ich es nicht hoch. Nee, ja. Ich traue mich halt zu Hechtsprüngen nicht. Weil diese Hecht... Oh Gott, gefährlich. Als ob, ich bin tot. Es ist vorbei. Was? Ja, ich bin tot. Hier komme ich nicht mehr hoch. Du kommst gar nicht hoch. Oh. Man kann so Dreiersprünge nicht machen. Nee. Da ist einfach eine Wand vor mir erschienen. Okay, ich spiele jetzt 1v1 gegen Bot. Ich wollte gerade sagen, ich traue mich solche Hechtsprünge nicht, weil man rutscht da immer ungleichmäßig weit. Bots geht's nicht so gut. Und gerade als ich den Hechtsprung machen wollte, ist diese Wand gekommen. Okay, sehr gut, Victor, du hast es geschafft. Nice, Anton. Und ich habe eine Krone bekommen. Victor hat eine Krone deswegen bekommen. Jetzt ist die Methode halt in den Gruppen das zu machen, funktioniert besser, weil dadurch hat man Hälfte Team circa und Hälfte Bots. Manchmal hast du mehr Bots, manchmal hast du... Nein, eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass du weniger Bots hast. Wir können es ja gleich herausfinden. Mhm. Manchmal hast du Pay-to-Win-Spieler zwar, aber die sind trotzdem kacke. Victor, hast du eigentlich nach die Gruppe verlassen und eine neue gemacht oder bist du in der gleichen drin geblieben? Weil den Code konnte ich ja noch sehen. Okay. Oh, Cannon Climb. Wisst ihr, bei Cannon Climb ist der Trick einfach nicht sterben. Oh mein Gott! Wir haben wieder Hälfte, wenn nicht sogar mehr Bots. Ich komm sogar mehr Bots. Alter, mein Style wurde so hart blockiert. Ich wollte springen, aber da waren so viele Leute in meinem Weg. Passiert ja mit den echten Spielern. Außerdem, hier gibt es irgendwie eine Abkürzung. Man soll gegen den Bumper springen und dann irgendwie da drauf. Aber ich krieg's irgendwie nicht hin. Okay, ich versuch's auch mal. Ich krieg's hin. Wir haben eh genug Zeit dazu. Wir spielen gegen Bots. Warte, ich versuch... Oh, ich hab's geschafft. Warte, was? Also da kann man außen rumlaufen und sich damit ein bisschen Zeit sparen, aber das Wichtigste, weil wir müssen ein bisschen gehen. Zeit sparen, ich bin letzter, okay, ich gehe den normalen Weg. Oha, die Bots sind ja voll krass am Gamen. Die Bots sind immer krass am Gamen, hier muss man nur vorwärts laufen. Wenn ich jetzt draußen bin, ist es deine Schuld. Aber ich wollte dich schlagen. Ich bin draußen, Victor. Ich bin drin, du hast nicht geschafft. Die Bots sind so krass, Anton. Ja, die Bots, die können geradeaus laufen und in diesem Spiel musst du nur geradeaus laufen. Männlich. Krass, ne? Ja, okay. Oh, teilvoll, Anton. Da gibt es auch eine krasse OP-Taktik, Anton. Die Frage ist, wie stellen sich hier eigentlich Bots an? Ich guck jetzt mal einem Bot zu, warte, das will ich hier sehen. Okay, der Bot, der läuft einfach rauf, der ist springt tot. Und stirbt, okay? Er nimmt aber auch den richtigen Weg. Der läuft aufs Ziel? Die Bots sind voll schlau eigentlich. Die Bots sind aber richtige Spieler! Also die spielen wie richtige Spieler. Von deren Verhalten Alter, halt, du hast meinen Bot gerade runtergekickt. Und der Bot ist erst nicht gestorben, weil er auf eine der roten Platten gelandet ist. Und dann noch nicht despawned. Victor, wie du die immer boxst. Mein Bot ist hinter dir, nicht den Koch töten. Okay. Oh, du kannst übrigens eine der Plattform... Der Koch, hallo! Lass doch jetzt noch! Nein! Vergiss es, die Bots sind dumm. Ich wollte gerade Feuerwehr mal töten. Victor, du hast dem Bot den Weg... Du hast dem Bot den Weg geebnet und der ist in die andere Richtung zurückgelaufen und dann einfach runtergesprungen. Er läuft schon wieder runter. Er ist wieder runtergesprungen. Als ob. Oh Gott. Vergiss es. Der wird echt nicht gut. Ja, okay. Mein Bot ist gestorben. Der ist draußen. Ja, es gab nur drei Bots, die es geschafft haben. Ey, du hast aber noch zwei weitere Bots. Nee, drei weitere Bots. Du hast noch drei weitere Bots, den du zuschauen kannst, Anton. Ja, ja. Und da bin ich jetzt gespannt. Was machen die bei Honey Drop? Na, wahrscheinlich einfach nur laufen und springen. Laufen und sterben. Löwen zu. Okay, der steht einfach nur. Okay. Okay, der springt random. Der springt komplett random. Mhm. Okay, ich glaube, das ist gar keine Taktik hinter. Aber es sieht halt aus wie... Siehst du den Feuerwehrmann, Anton? Nein, mein Typ ist schon fast ganz unten. Und der Bot ist fast draußen. Der Bot ist einfach runtergelaufen. Ja, Victor, der Bot ist aber straight up runtergelaufen. Und der nächste Bot ist runtergelaufen. Okay, ich gucke jetzt dir zu. Okay, nur echter Spieler gegen echter Spieler. Mir geht's ja, aber das andere Problem ist, der echte Spieler ist zwei Ebenen über dir. Aber er lässt sich keine Zeit. Er läuft richtig. Also du hast Chancen. Du musst einfach nur deine Zeit einsparen. Gut. Der macht gerade das komplette Ding weg, auf dem er steht. Also. Ja, da habe ich mehr als genug Zeit tatsächlich. Okay, er hat richtig Müll gebaut. Ja, er ist runtergefallen. Okay, wenn er denselben Müll jetzt nochmal baut, dann hast du gewonnen. Ja, er ist unten nice. Er ist bei dir. Siehst du, was ich jetzt mache, Anton? Eben hinterherlaufen und dann sterben. Ah, du willst ihn boxen? Ah, verdammt, du musst im Sprung boxen, das ist das Ding. Ah, ja. Oh, du hast verloren. Hä, wieso ist er so weit oben? Weil er später gesprungen ist als du. Man kann, wenn man im freien Fall ist, noch springen. Okay, nächster Versuch. Ui, das ist der Modus, bei dem ich immer verliere. Da gibt's auch coole Tricks.
Da gibt es coole Tricks, nämlich also musst du auf den Fans springen und dann vom Fans auf diesen Block drauf. Ja, so, sehr gut, Victor, sehr gut. Ich bin da vorbeigesprungen. Nice. Hast du echt gut gemacht, Victor, guter Trick. Danke, Anton, guter Zock. Jetzt wurde mein Style blockiert, warte, ich will das jetzt machen. Ich habe so fett verkackt, jetzt will ich das noch machen. Ich krieg's nicht hier. Mein Style wurde zu fett blockiert. Das ist voll der krasse Trick, dann machst du voll viel Speed und so. Mein Style wurde gerade fett blockiert. Ich bin jetzt fast so weit hinten wie du. Hey, das hasse ich. Wenn man von dem Ding erwischt wird, obwohl man nicht von dem Ding erwischt wird. Das ist so schlimm in dem Spiel. Ich hab dich überholt. Ja, ich bin rübergesprungen und das hat mir trotzdem die Beine weggezogen. Jetzt bin ich Letzter. Ich bin Zweiter. Hey, schon wieder. Der berührt mich nicht. Was sind das für Hitboxen in dem Spiel? Das hasse ich an Stumble Guys. Du kannst dich darauf verlassen, dass es nicht funktioniert. Nein! Oh Gott. Boah, das war knapp. Oh Gott, Victor. Das war richtig knapp. Das war knapp. Oh Gott. Ich hab's gesehen, das war richtig genau. Okay, Stumble Guy 86. Als ob. Ich hab grad einen Bot zugeguckt und der ist zwischen den Trampolinen einfach durchgefallen. Das nenne ich einen guten Zock. Also okay, Floorflip ist auch easy, gibt's aber nicht so viele Abkürzungen da. Ey, ich mag Floorflip gar nicht. Ich finde, das ist immer noch der schlimmste Modus, die schlimmsten Map. Weil wenn du das Pech hast, auf der falschen Seite zu laufen, zum falschen Zeitpunkt, dann ist alles vorbei. Ja, wenn du halt Pech hast, dann hast du halt verkackt. Ja, und ich hab wahrscheinlich Pech, weil. Nein, okay. Ich hab's gesehen. Ich bin auch tot. Ich wollte meine Abkürzung ausprobieren. Ich hasse dieses Dashen. Ich hasse den Hammer da. Bin zu dumm für den Hammer. Und ich werde von all den Bots überholt, Anson. Tja, Victor. Oh nein, jetzt laufen die rechts und ich komme nicht rüber, Victor. Ich werde jetzt von allen wieder überholt. Du musst rechts laufen, Rechts ist der... Ich laufe rechts, Anson, keine Angst. Jetzt laufen die links. Okay, ich laufe links und jetzt laufen die rechts. Ich hasse es, man muss an der Stelle immer dort laufen, wo die anderen laufen. Ja, das ist eigentlich normalerweise meine Taktik, weil die laufen dann immer in die andere Richtung. Ja, voll dämlich. Deswegen, ich mag diese Map gar nicht, weil bei der Map bist du immer der Loser. Okay, passt, du hast halt keinen Plan, was abgeht. Den Banditen-Bot geht echt gut. Die stehen jetzt alle auf dem Ding und checken nicht, wie man das macht. Ja eben, genau, das machen die ganze Zeit. Ja, ich hasse diese Rampe, deswegen ist das die schlechteste Map in Stumble Guys. Was, die schlechteste Map in Stumble Guys? So. Krass. Und schon wieder, warum ist jedes Mal, wenn ich mit dir im Finale stehe, spielen wir Lavaland. Lavaland ist das schlechteste Finale. Drei Finale von den vier waren Lavaland. Ja, und ich stand drei von den vier Finalen im Finale. Ja, und bei allen drei, wo du Finale warst, war Lavaland. Alter, das ist wirklich das... Victor, bitte lass es sein. Wirklich. Ich will wenigstens nicht vor Stumble Guy 5674 sterben. Was mit 5920? Der kann gerne gewinnen. Also ich glaube, der hat jetzt sowieso... Der ist tot. Alter, du hast gerade meinen Style fast blockiert, als ich rüberspringen wollte. Ja, ich wollte Stumble Guy töten. Ja, hast fast mich getötet. Einfach nur, indem du meinen Style blockiert hast. Nein, Stumble Guy ist tot. Anton, Stumble Guy stirbt. Ja, aber Lili Wahn ist noch tot. Lili Wahn ist tot. Jetzt sind wir nur hier, wir beide hier. Lil Wayne ist tot. Geh weg von mir. Geh auf eine andere Plattform. Geh auf eine andere Plattform, habe ich gesagt. Was? Hä? Was? Was? Seit wann kann man so einen Sprung nicht schaffen? Sehr starker Zock, Anton. Sehr starker Zock.